Neue Season, neues Glück, der Schilling ist zurück. Ich nehme das jetzt schon zum dritten Mal auf. Ich denke aber, jetzt funktioniert es. Fehler bei der Spielersuche. Es ist 22:23 Uhr. Ich blende hier auch noch die Belohnungen ein. Und offenbar hat das Niantic geändert, ohne Ankündigung, anders als in der Vorsaison. Da hat das Sternenstück nicht gezählt. Und hier offenbar, keine Ahnung, ob das ein Fehler ist, den man noch behebt, bis das Video vielleicht online ist. Offenbar hat das Sternenstück gezählt und ich so, habe auch in den Kommentaren irgendwie zwei Leuten geantwortet. Also in der Vorsaison war es nicht so, vermutlich zählt das Sternenstück nicht. Es tut mir wirklich leid. Ich entschuldige mich dafür, dass Niantic heute dies macht, morgen das und dann in der Season 3. Aktiviert jeder das Sternenstück, dann zählt es wieder nicht vermutlich oder so, keine Ahnung. Schauen wir einfach mal rein. Ich bin auf Rang 1, 0 Siege, 0 Kämpfe, 0 Serie, 0 Sternenstab verdient. Und letzte Saison wurde hier gespeichert. Jetzt konnte man irgendwie 20 Minuten lang nicht kämpfen. Und laut Twitch habe ich nachgesehen, streamen gerade ein paar und die können wieder kämpfen. Ja, und ich habe aber, ja, ich bin jetzt immer in der Meisterliga gewesen. Ja, es funktioniert tatsächlich. Regi-Stil, Atomerille, kann man nicht viel falsch machen. Und ich versuche das mal mit Flunkiefer vorne. Das gewinnt ein paar Führungen, zum Beispiel nicht sowas, aber ja, da gehe ich mal in mein Regi-Stil hinüber und dann kommt ein Velsa hinein. Okay, und direkt Fokusstoß. Ich darf nicht so oft wechseln, der Flunkiefer wird, ich habe so ein bisschen immer, wenn ich das drin hatte, ganz viel Glück gehabt mit Flunkiefer in der Führung. Bin mir aber echt nicht sicher, muss ich ehrlich zugeben, was ich da so reinnehmen soll. Also Superliga-Team, bin ich komplett aufgeschmissen. Es gibt so ein paar, die sieht man häufig. Moment, ich komme nicht zu einem Fokusstoß noch, oder? Ich hätte einfach die Lichtkanone werfen sollen. Ja, das... Ich versuch's. Jo, ich habe noch was. Eventuell Fokusstoß. Jawohl, perfekt. Und sowas, ich hätte schon fast geschildert in der Hoffnung, beziehungsweise im Gedanken, dass ich das nicht überlebe, aber in der Superliga fehlt mir echt noch die gesamte Erfahrung. Perfekt! Okay, aber leider hast du jetzt ein bisschen was an Energie. Nun muss ich aber, naja, überlegen muss ich nicht, ich muss mit der Zumeril rein. Okay, Wechseluhr ist bei mir wieder abgelaufen und ich werde hier vermutlich vorerst keine Attacke werfen. Ja, ich freue mich auf Season 2. Geht gemütlich los. In der Hyperliga dann, gegen Mitte der Hyperliga, da werde ich versuchen, ein bisschen mehr loszurocken. So, einmal Eisstrahl habe ich ready. Ich gehe sofort auf Steigerungshieb, dass hier meine Sofortattacken mehr Schaden machen, denn das ist gegen Jirachi natürlich richtig genial. Boah, ich habe jetzt echt ein schlechtes Gewissen. Wegen des Sternenstaubs. Na so, und da gehe ich voll aufs Ganze. Und dann, wenn Knuddeluff reinkommt, eventuell, habe ich meine Sofortattacken schon ordentlich gepusht. Ja, ich meine, ich kann nur das sagen, so wie es war, und dann ändert das Niantic. Ah, das tut mir wirklich leid. Das ist echt ärgerlich. Komplett ärgerlich. Ja, wer Rang 10 hatte, dem sind dadurch 50.000 Sternenstaub entgangen. Wirklich. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Zum Glück habe ich es in dem Spieletrend-Video nicht nochmal gesagt so. Sondern da habe ich nur damals erwähnt. Nein! Jetzt gehen wir aber aufs Ganze. So, denn die Sofortattacken haben bei Knuddeluff gefühlt auch schon sehr viel gemacht. Dann komme ich zu noch einem Steigerungshieb. Das ist noch ein Schild, aber das geht in Ordnung. Einen Eisstrahl habe ich drüben. Okay, war doch nicht so viel. Hatte ich ein bisschen mehr in Erinnerung. Aber einmal komme ich ja noch dazu. Okay. Und völlig egal, wo ich am Anfang bei Rang 7 eingerankt werde. Das war mir zwar in der Season 1, dachte ich so, boah, ich muss da jetzt gut eingerankt werden. Und wer gewinnt den Ladeattacken-Gleichstand? Perfekt. Ich muss da jetzt weit oben eingerankt werden, weil ansonsten schaffe ich es nicht auf Rang 10. Die Season geht so lange. Und in der Superliga werde ich das vermutlich sowieso nicht reißen können. Von daher... genau. Okay, Moment mal. Moment, ich wollte mein Outfit ausziehen. Denn ansonsten sieht jeder, oh, der hat Rang 10 erreicht. Und den habe ich besiegt, der ist ja richtig schwach. Ich kann nichts in der Superliga. Ja, und hier eine traurige Sache.
Ich weiß, ich habe das ja, wie gesagt, zum dritten Mal aufgenommen. Ich weiß nicht, was ich schon gesagt habe oder nicht. Bei 3 Siegen gibt es nun hier die Pokémon-Belohnung. Ja, schön. Aber bei 4 die Sonderbonbons. So war das nicht abgemacht, Niantic. Weil es ist so, im Text stand, ja, ihr bekommt jetzt sogar schon beim dritten Sieg die Pokémon-Belohnung. Und das andere wird verschwiegen. Das Schlechte, nur dass die News gut dasteht. Es war zu befürchten, aber irgendwie habe ich doch vielleicht gehofft, dass man bei 2 Siegen die Sonderbonbons erhält. Na, schade. Okay, Snowbillic hat keine Ahnung, welche Attacke du hast, aber mein Steigerungshieb ist effektiv gegen dich. Und wir schauen dann einfach mal. Ich weiß nicht, willst du eine Giftattacke haben? Was wirst du so haben? Oder hast du Unlichtattacken? Oder was hat dein Snowbillic hat? Den ersten Schild schon mal bekommen. Boah, du brauchst ja richtig lange, um deine Attacken aufzuladen. Auf jeden Fall hast du bestimmt nichts vom Typ Boden oder Feuer. So, perfekt. Und nicht mal alle Bubbles getroffen. Da kommt ein Makago rein. Gut, jetzt mache ich mal die Sache so ein bisschen anders, weil alle sagen immer, ich hätte jetzt doch wechseln können, natürlich schnell. Und in der Meisterliga klappt das sogar häufig, aber mir wird oft gesagt, hey, jetzt gibst du deinen Wechselvorteil wieder auf. Vielleicht ist das in der Superliga die Art und Weise, wie man rangehen muss an die Sache. Und ja, ich werde meinen Spielstil hier ein wenig umändern müssen. Da wird runtergefarmt, die Sofortattacken, die machen ja so viel wie Togekiss in der Meisterliga gegen einen Dragoran oder so. Das ist ja richtig heftig. Okay. Und aber die Server stabil. Bis auf diese Probleme mit der Fehler bei der Spielersuche vorhin, geht alles noch in Ordnung, würde ich mal sagen. Oder habe ich es jetzt verschrien? Das neue Update habe ich noch nicht gemacht. Da habe ich von ein paar Leuten gehört und den Videos gesehen, dass es wohl manchmal dazu kommt, dass man noch eine Sofortattacke aus Versehen extra einsetzt, bevor man die Ladeattacke einsetzt. Obwohl man die Ladeattacke schon eine Sofortattacke davor hätte einsetzen können. Aber man drückt so auf den Ladeattackenknopf und stattdessen drückt er irgendwie durch, so in der Art, und setzt noch eine Sofortattacke ein, obwohl man schon die Ladeattacke machen möchte. Und von daher, eventuell kann man das irgendwie umgehen, indem man besser aufpasst, aber oh, Flunkiefer. Ich meine, kann nur Glück sein, aber ich habe so das Gefühl, immer wenn ich irgendein Spaßteam auch mit Flunkiefer hatte, das war zwar dann schlecht, weil meine anderen beiden Pokémon nicht so das Gelbe vom Ei waren, aber, also rüber auf Registeel, da walle ich dich mal komplett. Also, aber wenn man Flunkiefer auch mit einem soliden Team spielt, das war vielleicht sogar zu früh, ich weiß gar nicht, wirst du schilden, hätte ich vielleicht noch mehr Energie antanken sollen. Wenn man Flunkiefer mit einem soliden Team spielt, dann sollte ich auch häufig dieses Team von Caleb Peng sehen. Mit einer Panzeron vorne und dann zweimal Pflanze hinten. Dagegen Megani und Tengulist, glaube ich. Oh, Spukball hast du auch. Okay, dann muss ich aufpassen. Noch einen überlebe ich nicht. Überhaupt keine Ahnung, wie schnell du Energie bekommst, aber so intuitiv einfach mal ein bisschen extra angetankt. Na gut, ein Pantymos. Das sind am Anfang noch eher, ja, verschiedenste Pokémon, Wasser-Pokémon, Seemon. Die Sache ist auch, in der Meisterliga, wenn ich da Stahl gesehen habe, rechts oben das Typ-Icon, wusste ich Melmetal, weil ein anderes Only-Stahl-Pokémon, ne, kommt da kaum. Jedoch hier, ist es wirklich so, boah, wie lange brauchst denn du für die Attacke? Jedoch hier, wenn da Wasser steht, überhaupt keine Ahnung, das kann alles sein. Das kann so vieles sein. Und du willst offenbar komplett farmen. Na so, jetzt setzt du eine Attacke ein. Ich schild einfach mal. Ich habe noch 2 Schilde. Seemon hat man nicht. Normalerweise Cedra King, Aurora Strahl. Okay. So, und hol mir hier ordentlich Energie. Ich werde vermutlich nicht mal eine Attacke droppen. Und ja, Aquaknarre lädt so langsam Energie auf, wenn du vielleicht sogar nur eine Attacke hast, weil das ist hier Rang 1, noch Aurora Strahl. Dann kann ich auf Nummer sicher gehen und Energie antanken,
bis übermorgen. Und wir haben, ach so, das Bisa-Knosp, genau. Fast vergessen, jetzt habe ich überlegt, was war da nochmal vorne? Bisa-Knosp war da vorne und der Eisstrahl, wow, den überlebst du sogar noch. Alles klärchen. Okay, wieder mein altbekanntes Outfit. Ja, ich weiß nicht, wie ich das entschuldigen kann. Und da ist schon die Pokémon-Belohnung mit dem Sternenstaub. Es tut mir so leid, Leute. Es tut mir so leid. Wie kann ich nur? Ich hätte euch nicht antworten sollen. Okay, Lavados. Das ist alles andere als gut. Denn im Video habe ich es zum Glück nicht gesagt, so irgendwie als Tipp, hey, in der Vorsaison hat das Sternenstück nicht gezählt. Ich habe es eben in den Kommentaren ein paar Leuten geantwortet. Es tut mir wirklich leid, falls ihr wegen mir hier... Okay, das schilden wir nicht. Ich finde es interessant, dass du drin bleibst. Dich muss ich auf jeden Fall loswerden, denn sowohl Registeel als auch Flunkiefer haben eine Schwäche gegen Feuer und da, keine Ahnung welches Pokémon, ich habe nur rechts oben Feuer gesehen und da geht direkt mal die Hydropumpe rein, obwohl Quatsch, ich muss mehr ködern. Ja, das war klar. Warum bin ich so unklug? Und zweimal Eisstrahl würde ich aber vermutlich nicht erreichen, deshalb versuchen wir es nochmal. Obwohl du vermutlich sowieso schilden wirst. Nein, doch nicht, perfekt. Bist du Feuerarena-Leiterin, oder wie? Ha! Er sieht wohl ganz danach aus. Also, Zapdos nicht, aber die ersten beiden Pokémon und dann ebenfalls eines aus den legendären Trios. Fände ich aber auch genial. Also, ich hatte ja auch... Wow! Hätte ich vielleicht doch schilden sollen. Ich hatte ja auch mal drei Stahl-Pokémon zum Beispiel oder drei Drachen und so. Das war auch, da war ich Drachen-Arena-Leiter oder Stahl-Arena-Leiter. Okay, und jetzt drücken die Sofortattacken schon mal ordentlich mehr. Und ich mache es einfach mit Sofortattacken. Runter. Alles klärchen. Ab Rang 7 wird man dann eingerankt. Aber was Niantic für die Season 2 ebenfalls geändert hat, ist, dass man mehr Siege benötigt, bis man auf Rang 7 kommt. Also es dauert dann einfach ein bisschen länger, vermutlich weil man für Rang 7, 8, 9 und 10 eine Top-Sofort-TM diesmal erhält für die Season 2 als Endbelohnung. Und da wird sich Niantic gedacht haben, oh, die Lade-TM, die haben sich jetzt so viele Leute geschnappt. Für die Sofort-TM müssen die dann etwas mehr machen. Okay, dann bleiben wir hier mal drin. Steigerungshieb setze ich hier ungern ein, ich weiß auch nicht. Hätte ich vielleicht doch machen sollen. Ich schilde, farme runter und hebe mir dann die komplette Energie auf, vielleicht sogar für zwei Ladeattacken. Verteidigung sinkt stark, Nahkampf hast du eingesetzt, okay. Ah, das ist ja ganz doof, was mache ich denn hier, dass du zwei Attacken jetzt hast, hätte ich nicht gedacht. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Ich paukere jetzt einfach, dass das eine schlaue Entscheidung war. Okay. So. Azumarill, jetzt dürfte ich fast komplette Energie haben. Und da kommt dein eigenes Azumarill hinein. Und ich, ja, dann war es nicht so schlau, dass ich jetzt so viel Energie bei meinem Flunkiefer habe, weil, na, obwohl einen Knuddler kann ich dann rausdrücken. Aber Steigerungshieb. Da nicht so gut. Okay. Wirst du den zweiten schilden? Das ist die Frage aller Fragen. Schauen wir mal. Hoffen wir, dass du keinen Knuddler hast. Auf den höheren Rängen, glaube ich, haben mehr Leute Eisstrahl und Hydropumpe. Schade. Einen Eisstrahl benötigt man einfach gegen so vieles. Ich meine, man kann... Es sind alle Möglichkeiten. Definitiv einsetzbar. Aber Hydropumpe ganz klar gegen Registeel. Ist ein Muss und... Eisstrahl gegen Altaria und die Pflanzen-Pokémon und Tropius und so weiter und so fort. Gut. So, Schilde hast du keine mehr. Ich kann wechseln und hoffe, dass du jetzt noch nicht wechselst, bevor ich zu einmal Lichtkanone komme. Schade, weil das Logok wird mich natürlich komplett
zerlegen. Aber ich habe jetzt schon... Ja genau, jetzt hast du Knuddler eingesetzt. Du hast vielleicht sogar Knuddler und Eisstrahl. Da wäre die Hydropumpe natürlich interessanter gewesen. So, okay, du willst nicht wechseln oder kannst du nicht? Du konntest offenbar nicht. Komm, einmal die Lichtkanone. Weil die Sofortattacken hier Counter drücken gut rein. Aber meine Lichtkanone wirst du ebenfalls nicht so gut finden, denke ich mal. So, wenn das eine Loe-Kanonade ist, bin ich weg vom Fenster. Aber dann geht's rein in Azumarill-Hitzekoller. Na okay, das ist natürlich dann noch heftiger, aber Angriff sinkt stark. Was heißt noch heftiger? Loe-Kanonade ist so heftig, da gibt's kein Wenn und Aber. Gut. Ja, wenn man immer solche Gegner bekommen würde, dann... Okay, jedoch... Da waren jetzt noch nicht viele von den nervigen Pokémon dabei. Registeel immer drin haben. Und was ist noch? Was finde ich noch so richtig nervig? Bolterus. Der finde ich so richtig nervig im Allgemeinen. Aber jetzt in dem Team habe ich schon ein paar Antworten dagegen. Moment mal, ich bin ja gar nicht schlau. Ich hätte mit einem Premium-Pass reingehen sollen, eventuell sogar. Wenn die Kämpfe am Anfang in den unteren Rängen etwas einfacher sind, dass ich mir die 8 Sonderbonbons schnappen... Ah, Moment mal! 3 Sonderbonbons stand hier? Oder war das noch von dem für 2 Siege auch noch ein Sonderbonbon? Und die erste Pokémon-Belohnung ist ein garantiertes Metagross. Wir versuchen es mal mit einer Sananabeere. Da gibt es dann ordentlich Bonbons. Und auch wenn es nicht wirklich... Wow, das war ja mal... Kilometer weit daneben, auch wenn es nicht wirklich wichtig ist. Nö, machen wir doch nicht. Komm, hau den fabelhaften Wurf raus. Sehr schön. Und ja, Flunkiefer. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, es lag nicht unbedingt an Flunkiefer vorne, sondern eher daran, dass die Gegner nicht so starke Pokémon mit hatten. Oder ein Logok ohne Community Day Attacke und so weiter und so fort. Ja, das kann ein bisschen dauern. Ich sollte vielleicht nicht auf einfach fabelhaft gehen, wenn ich nicht treffen kann, offenbar. Das bekommt jeder als erste garantierte Pokémon-Belohnung. Finde ich auch interessant jetzt wegen Premier Cup, parallel zur Meisterliga. Da wird Metagross dominieren und dann hat zumindest schon mal jeder eines. Ob das so Niantics geheimer Masterplan war? Okay, ich glaube, wenn es jetzt wieder ausbricht, dann es bleibt drin. Schneide ich. Und da ist es drin geblieben. Verwende Bären beim Fangen von Pokémon. Habe ich sogar 1000 Sternenstaub und 10 Bonbons. Am Anfang wird hier jetzt noch nichts angezeigt. Oh, Moment, wo klicke ich denn? Wird noch nichts angezeigt, keine Punkte oder so. Aber ich sollte auf Rang 2 aufsteigen. Ne, genau. Und erst dann ab Rang 7. Da sieht man die Punkte. 2500 Sternenstaub. Da sind wir hier. Na gut, dann würde ich mal sagen, für diese Folge war es das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.